Schön, euch wieder im Orlosch zu sehen. Auch wenn der Anlass dieses Mal kein sehr angenehmer ist. War der letzte aber auch nicht. So lasst uns beginnen, Hamral Gash, genannt der Jüngere. Du stehst heute hier vor deinem König, damit über deine Taten gerichtet wird. Im Lager deines Vaters wurde ein geheimer Raum entdeckt, in dem du Rauschkraut und Bohrenzwein gelagert hast, um damit Handel zu treiben. Außerdem hast du unseren Freund, dem wir ob seiner Taten auf dem Berg Drakensang zu tiefstem Dank verpflichtet sind, mit deinen Kumpanen angegriffen, um ihn zu töten. An deiner Schuld besteht also kein Zweifel. Du hast Schande nicht nur über deinen Clan, sondern über ganz Morolosch gebracht. Bei der Schwere deiner Vergehen kann ich als oberster Richter nur folgenden Urteilsspruch verhängen. Für immer sollst du verbannt sein aus den Hallen Moroloschs. Du wirst Morolosch umgehend verlassen. Kein mit Morolosch verbundener Clan und kein Angrosho soll dich bei sich willkommen heißen. Ein Sohn? Ein Klamarodosch? Wie konntest du uns so etwas nur antun? Fortan kenne ich dich nicht mehr. Das werdet ihr mir büßen, Kabaskadraxi. Wache, bringt ihn hinaus. Okay, was? So wie es aussieht. Hamral ist wegen seiner Verbrechen zur lebenslangen Verbannung verurteilt worden. Warum kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, ihn irgendwann wiederzusehen? Lasst mich! Ich weiß, dass ihr recht gehandelt habt, aber mein Sohn! Diese Schande! Okay. Ihr solltet seine Drohung ernst nehmen. Ich bin mir sicher, dass er versuchen wird, sich an euch zu rächen. Wahrscheinlich mir auch so. Ich verspreche euch, ich werde auf der Hut sein. Ich glaube, ich brauche jetzt erst einmal einen tüchtigen Schluck. Leistet mir doch später Gesellschaft. Ihr findet mich in der Taverne. Wirt Barschur hat bestimmt noch einige Spezialitäten auf Lager. Okay. Hat der König noch was zu sagen? Wieder habt ihr euch im Orlosch verdient gemacht und wieder stehen wir in eurer Schuld. Eine Verbannung auszusprechen geschieht nicht oft. Aber in diesem Fall blieb mir leider keine andere Wahl. Ich glaube, diese Strafe ist für einen Angorschen noch Meister tot. Da habt ihr recht. Für alle Zeiten getrennt von seiner Familie und seinem Clan zu sein und nie wieder die heimatlichen Binge betreten zu dürfen, ist das schlimmste Schicksal, das ein Angrosho erleiden kann. Gut, dann verlassen wir den Thronsaal und verlassen Morolosch und begeben uns nach Talon. In Talon die Kräuterfrau und Magister Gorbas. Die sind ja beide auf dem Markt. Hoffentlich haben wir es mit den beiden leichter. Wollt ihr so. Gucken wir mal, ob wir überhaupt heil in Talon ankommen oder ob uns dieser Zwerg gleich auflauern wird. Interessant, dass wir ihn nicht getötet haben. Also erstmal ein Quicksave. Und dann hätten wir gerne nach Talon gewollt. Aber so wie es aussieht, kommen wir heil in Talon an.
Ja. Bauer Ebergrütz, Trolle. Ich will erstmal das mit den Trollen erledigen. Obwohl, ich gehe erstmal auf den Markt. Städterin, Städterin, hier ist der Markt. Ist meine Bestellung schon eingetroffen? Nein, bisher noch nicht. Wann meint ihr, kann ich denn mit ihr rechnen? Sie müsste eigentlich jeden Tag eintreffen. Kommt doch morgen noch einmal wieder. Das werde ich dann wohl tun müssen. Jetzt nicht, später. Frische Kräuter, getrocknete Wurzeln, alles, was das Herz begehrt. Verkauft ihr auch Rauschkraut? Ich muss doch sehr bitten. Ich bin ein ehrbarer Händler und kein Schmuggler. Ich würde Worten ja gern Glauben schenken, aber damit habe ich Informationen etwas anderes besorgt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer behauptet denn so etwas? In diesem Notizbuch steht, dass ihr auf eine Lieferung von 50 Unzen Rauschkraut wartet. Da bin ich jetzt aber sprachlos. Ich versichere euch, dass ich nichts mit Rauschkraut zu tun habe. Ich verkaufe ausschließlich gebräuchliche Kräuter. Okay, leider fällt es mir schwer, um Worten Glauben zu schenken. Nun, das steht euch natürlich frei. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, eine Frage hätte ich noch. Dann stellt sie, damit ich endlich wieder meinen Geschäften nachgehen kann. Ich habe mitbekommen, dass der Edelmann Räuben von Salmingen sich nach einer Kräuterlieferung für ihn erkundigte. Darf ich fragen, worum es dabei ging? Aber sicher doch. Er wartet auf einige, Dornfstängel für seine Mutter. Sie fiebert immer noch sehr leicht, müsst ihr wissen. Ja, vielen Dank für die Auskunft. Ich muss jetzt weiter. Dornfstängel. Ich konnte die... Also, sprich mit der Kräuterfrau. Ich habe mit der Kräuterfrau Pfefferkorn gesprochen. Als ich sie auf das Rauschkraut angesprochen habe, hat sie allerdings abgestritten, etwas damit zu tun zu haben. Ich konnte die Kräuterhändlerin Pfefferkorn nicht dazu bringen, den Handel mit Rauschkraut zu gestehen. Nur die Erwähnung ihres Namens in dem Notizbuch ist als Beweis zu wenig. Allerdings habe ich ein Gespräch zwischen ihr und Räumen von Salmingen anhören können, bei dem es um eine Lieferung Dornfstängel geht. Ich sollte einmal mit dem Edelmann reden. Ja, Magister. Nandos zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr Zutaten oder wollt ihr gar neue Zauber lernen? Weder noch. Ich bin hier, weil ich kürzlich im Fernsehen eine Rauschkrautschmugglerbande das Handwerk gelegt habe. Verlässliche Hinweise deuten darauf hin, dass ihr zu den Abnehmern des Rauschkrauts gehört. Habt ihr etwas dazu zu sagen? Nun, wenn es so ist, bleibt mir wohl keine andere Wahl, als es zuzugeben. Aber bitte erlaubt mir, euch den Sachverhalt zu erklären. Na, lasst hören. Ihr müsst wissen, dass ich in meiner Jugend einige Jahre im Süden Aventuriens, vornehmlich in Mangbilla und Al-Anfa, zugebracht habe und mich dort intensiv mit Kapnomantie beschäftigt habe. Wie ihr vielleicht wisst, wird mit Kapnomantie die Kunst der Wahrsagerei aus Rauch bezeichnet. Viele Granden haben regelmäßig meine Dienste in Anspruch genommen, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Aha, was hat das mit eurem Erwerb von Rauschkraut zu tun? Nun, eine wichtige Ingredienz dabei ist Pulver des Zitaberkrauts, aus dem auch Rauschkraut gewonnen wird. Und auch hier in Talon einige wichtige Persönlichkeiten hin und wieder auf meine diesbezüglichen Fähigkeiten zurückgreifen, benötige ich regelmäßig geringe Mengen des Krauts. Zu meinen Kunden gehört übrigens auch Bürgermeister Stipwitz. Ihr seht also, dass ich das Kraut weder weiterverkaufe noch selbst konsumiere. Natürlich bin ich mir der Tatsache bewusst, dass der Besitz oder Handel mit Rauschkraut hier verboten ist. Aber da letztlich dadurch keinerlei Schaden entsteht und ich das Kraut auch zur Bestreitung meines Lebensunterhalts benötige, bleibt mir leider keine andere Wahl. Ich verstehe. Ich denke, ich kann euren Worten Glauben schenken und werde die Sache in eurem Fall nicht weiter verfolgen. Da bin ich euch zutiefstem Dank verpflichtet. Möchtet ihr vielleicht auch meine Dienste in dieser Hinsicht in Anspruch nehmen? Ihr meint, ihr wollt für mich einen Blick in die Zukunft werfen? Aber ja. Ich verfüge noch über eine kleine Menge des Pulvers der Wahrsagung. Es wäre also kein Problem.
Ja, daran wäre ich wirklich interessiert. Fang an. Halt, halt! So einfach ist das nicht. Ich muss vorher noch einiges vorbereiten. Trefft mich später hinter meinem Haus. Vielleicht könntet ihr mir in der Zwischenzeit einen Gefallen erweisen. Aber sicher doch, worum geht es? Das ist eigentlich etwas delikat, aber ich weiß, ich kann auf eure Verschwiegenheit zählen. Ich habe da einen Kunden, der vor der Stadt in der Nähe des Nordtors wartet. Wenn ihr ihm vielleicht diesen Tiegel mit Sansaro-Paste bringen könntet? Sansaro-Paste? Mir scheint, euer Kunde hat ein kleines Ungezieferproblem. So ist es. Ich sehe, ihr kennt euch aus. Deshalb traut er sich auch nicht, die Stadt zu betreten. Verständlich, da werde ich sie ihm sofort bringen. Bis später. Sansaro-Paste, okay. Ja, sprich mit Magister Gorbas. Ich habe mit dem Magister gesprochen. Es hat sich alles aufgeklärt. Er ist an dem Verkauf des Rauschkrauts nicht beteiligt, sondern braucht das Rauschkraut zur Herstellung seiner Tränke. Haben wir das Notizbuch zufällig noch? Ja, 10 Unzen Rauschkraut für Gorbas sind nicht sonderlich viel. Da ist der Koch in den Blutbergen mit seinen 100 Unzen viel mehr. Ja. Die Alge Sansaro wird zur Behandlung von Krankheiten und als Mittel gegen Parasiten verwendet. Die aufgetragene Paste wirkt 2 Tage lang oder bis zum nächsten Waschen. Gegen Parasiten und Ungeziefer wie Flöhe und Läuse. Allerdings geht nach der Anwendung vom Träger ein leichter Faulgeruch aus. Ja, gut. Gorbas Kunde, Trolle. Okay, was ist hier? Und wahrscheinlich sollen wir uns da mit ihm treffen. Aber erstmal hier. Nochmal. Ich bräuchte. Hast du Seife? Sieht nicht danach aus, als ob du Seife hättest. Du hast nur den ganzen Schmarrn, den wir dir verkauft haben. Dann können wir dir gerade mal noch das andere Zeug verkaufen, was wir so haben. Ja, schmeißen wir die Cremefüße mal weg. Praios schütze mich vor unfähigen Händlern. Immer heißt es, kommt morgen nochmal vorbei. Nun, was wollt ihr von mir? Erzähl mir von euch. Ich habe zuvor euer Gespräch mit Kotrin den Pfefferkorn gehört. Wie es scheint, erwartet ihr dringend eine Lieferung Dompfstängel für eure Mutter. Ist sie denn so schwer erkrankt, dass sie nicht noch einen Tag darauf warten kann? Dompfstängel. Ah, ja, natürlich. Die Lieferung Dompfstängel. Doch, es ist äußerst wichtig. Mit der Erwähnung der Dompfstängel scheine ich euch etwas überrascht zu haben. Kann sein, dass ihr auf etwas ganz anderes wartet. Wie? Nein, natürlich nicht. Ich erwarte ganz bestimmt Dompfstängel. Ja, überreden. Lieber Herr von Salming, behaltet eure Ausreden für euch. Ich weiß, dass ihr auf ein Päckchen Rauschkraut wartet. Was ihr so treibt, ist mir gleichgültig. Mir geht es einzig und allein darum, Kräuter hinter dem Pfefferkorn das Handwerk zu legen. Gebt ihr mir euer Wort darauf? Aber natürlich, ihr habt meine Ehrenwort. Ihr habt recht. Ich warte tatsächlich auf ein Päckchen Rauschkraut. Nur scheint sich die Lieferung diesmal zu verzögern. Das wundert mich nicht. Der Schmugglerring in Ferdorf wurde entdeckt und seinem Treiben ein Ende gesetzt. Oh, das wusste ich nicht. Woher auch, diese Neuigkeiten sind wahrscheinlich noch nicht bis Talon gedrungen. Also ihr gebt zu, dass euch die Kräuterfrau mit Rauschkraut beliefert. Mir bleibt wohl keine Wahl. Ja, das tut sie. Ihr müsst wissen, ohne die Entspannung, die mir das Kraut verschafft, ist das Leben mit meiner Mutter kaum auszuhalten. Versuch doch mal mit einer schönen Tasse Tee, das beruhigt ebenfalls die Nerven. Lebt wohl. Ja. Informiere den Hauptmann. Es hat sich herausgestellt, dass Magister Robas das Rauschkraut als Zutat zur Herstellung eines Pulvers benötigt, das zur Weissagung verwendet wird. Anscheinend machen einige der reichen Bürger von Talon, unter anderem Bürgermeister Stiftwissen, wieder Gebrauch von den Fähigkeiten des Magisters. Ich halte es für unnötig, ihn zu verhaften, werde aber trotzdem dem Hauptmann davon berichten. Ah, klare Worte. Ich habe von Räumen von Sammlingen die Bestätigung gehalten, dass die Kräuterfrau Pfefferkorn mit Rauschkraut handelt. Ich werde sie jetzt mit meinen Kenntnissen konfrontieren.
werde ich erstmal nicht tun, weil das ist mal wieder Zeit zu speichern. Und dann gehen wir Trollen. Also 007 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.